Hallihallo und herzlich willkommen bei der zweiten Ankündigung meines Pixelmon Drake Servers. Ich habe jetzt das Modpack rausgenommen und das originale Pixelmon, also ohne weitere Mods, reingetan und es läuft jetzt viel besser. Wir können Plugins benutzen und andere Dinge. Wir können also schützen. Da wird es dann weniger Griffen geben und so weiter. Und es gibt jetzt mehrere Welten. Hier kommt der Spawn hin. Und ja, ich habe hier einen Weg gebaut zu meiner Villa. Ich habe sie dort oben schon mal, also die Grundfläche hingetan. Und des Weiteren haben wir noch nicht gemacht. Man kann jetzt mit Slash Warp Farming oder Farm 1, glaube ich, ja, kann man in die Farming-Welt gehen und bitte farmt nur hier, also meinen, eine Farm errichten, etwas anpflanzen, das halt ein bisschen größere Flächen braucht oder so, damit unsere originale Welt nicht gerade zerstört wird, weil wir wollen da noch viel unterirdisch bauen und da wollen wir dann keine Strip Mines oder solche Sachen dort haben. Ja, also mehr hat sich jetzt momentan noch nicht gemacht auf diesem Server. Wir haben mehrere Plugins installiert mit ein paar Problemchen, aber das ist alles gut ausgegangen und es kommen natürlich noch mehr Plugins, es kommen viele Verbesserungen und ja, die Welten werden sich richtig gut entwickeln. Wir haben sehr gute Helfer dabei und ich und Emodam leiten den Server, wir sind OP, wir haben Kontrolle auf die Sachen, auf die ja, technischen Sachen und ja, wenn ihr Probleme oder so habt, könnt ihr uns zwei ansprechen. Ihr dürft mich auch gerne bei YouTube ansprechen, wenn es mal Probleme gibt oder im Forum und ja, mehr gibt es momentan noch nicht zu sagen. Die Pokémon, die ihr schon hattet auf meinem Server, sind noch drauf. Und also die habe ich jetzt rüber getan. Aber die Objekte, alle Items so im Inventar konnte ich nicht retten. Also das ist wegen den vielen Mods auch nicht so gut. Und ja, die habe ich jetzt nicht gerettet. Aber es wird wahrscheinlich auch wieder besser sein zu finden und so, weil ihr, ja, natürlich auch der Server nicht so neu ist und wir haben jetzt mehrere Welten zur Verfügung, dadurch können wir besser minen und so weiter. Der Poké-Loot-Patch-Mod ist nicht drin, der macht Probleme, darum gibt es nicht viele andere Items, aber es gibt hier zum Beispiel die Badges noch. Die Pokébälle sind klar. Hier gibt es zum Beispiel einen Itemfinder sogar. Hier diese Sachen sind noch drin, die TMs und die Held-Items. Aber eben die Loots, die Pokébälle, die hier irgendwo herum spawnen und so. Ich glaube, ich habe einen gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob die drin geblieben sind oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob die, die kleinen Hütchen aus Holz noch da sind oder nicht. Die habe ich jetzt noch nicht gefunden, aber wahrscheinlich sind die nicht mehr da. Also gibt es nur noch per Zufall spawnende Pokébälle. Die könnt ihr rechts klicken und dann kommen Items raus. So. Ja. Also das war's mit der ersten Folge. Nochmals eine Neuankündigung und jo. Bis zum nächsten Mal. Ich werde hier ein Let's Play machen und ich werde ein Let's Build oder so machen, wo ich ein paar Projekte zeige, wie ich sie baue und Community-Projekte mit anderen Spielern und so weiter. Also es wird sich noch viel tun auf unserem Server. Sei gespannt und wir geben nur mehr das Beste und wir gehen auf Wünsche und Anregungen ein und ja. So, das wär's. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler. Bye, bye.